Schön, dass du wieder da bist. Das ist mein Fensterwischer, der ist schon ganz schön abgenutzt hier. Also den mache ich erstmal nass und dabei wird die Leinwand nass, das ist okay. Wo ist meine Farbe und welche nehme ich jetzt von denen überhaupt? Aber das Grün, damit starte ich jetzt erst einmal. Wow, das ist doch schon wieder, das fängt doch schon wieder gut an. Magie, das ist der Zauber. Die Magie fängt an. Ja, so kann es kommen. Also anders, als ich mir das ja im Kopf vorgestellt habe. Ich habe einfach zu viel Wasser draufgegeben, war in Gedanken und ja, dann passiert das und so entstehen eben komplett wieder neue Dinge, die ich vorher nicht so eingeplant habe. Und jetzt gucke ich mal, wie ich mich jetzt anders auf mein Werk einlasse. So ein Farbklecks hat ja auch was. Die Farbe ist jetzt natürlich unterschiedlich, der Farbton. Das ist mal so ein helles Grün, mal ein dunkles Grün, eben durch das Wasser. Trocknet das jetzt natürlich dementsprechend langsam. Also mal schauen. Ich gebe hier mal einen Braun dazu. Es funktioniert. Also bei mir zumindest. Das Kopfkino fängt an. Ich tauche jetzt hier langsam ab und kann hier die Farben so schön ineinander spielen lassen. Kann mit dem Werkzeug experimentieren oder auch noch mal das andere nehmen. So kann ich doch alles mal beiseite schieben. Ja, das ist gut. Einfach mal abtauchen und alles wegschieben, alles andere. So, jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal stoppen, weil die Farbe muss jetzt trocknen. Ich werde das jetzt mal eben schnell föhnen. Ja, auch das Föhnen kann lustig werden, wenn die Farbe so über die Leinwand fliegt. Ich habe die Zeit genutzt und mir was überlegt. Ich habe jetzt hier so eine Farbe, da musst du den Deckel aufschrauben und hier noch so ein Plastikdeckelchen abmachen. Und dann kann ich jetzt schreiben. Schreiben, ja. Ich habe nicht alles geföhnt und hier ist noch eine nasse Stelle und da läuft das Weiß mit in die andere Farbe. Und jetzt verziehe ich einfach mal. Mal gucken, was passiert. Es ist immer ein Spiel. Man muss das alles mit Spaß betrachten, also nicht so ernst nehmen, die Malerei. Ich habe da auch noch ein Grün. Das kleckse ich mal dazu. Ja, die ist gar nicht so flüssig, wie ich mir das vorgestellt hatte. Au, au, aber mit dem Weiß natürlich, das wird ein starkes, kräftiges Grün, das weckt die Lebensgeister. Jetzt habe ich kein Wasser drunter und ich kann es natürlich schwieriger verschieben. Und das ist auch gut so gerade, weil dann bleibe ich nämlich, ja, oder ich habe die Farbe besser unter Kontrolle jetzt. Schau mal, wie sich das Ganze mit dem Grün, mit dem Türkis jetzt und das Grün, wie sich die beiden Farben zu einem neuen Farbton, ja, zusammenfügen. Ja, jetzt ruhig mal die Fläche drehen, weil dann sieht es nämlich immer anders aus. Und ja, das mit dem Weiß vor allen Dingen da drumherum, das gefällt mir richtig gut. Ein paar Linien im Untergrund und die haben mich natürlich wieder inspiriert, die auch wieder an die Oberfläche zu bringen. Und die ziehe ich jetzt einfach mal nach, beziehungsweise fange ich einfach an und lasse es weiterlaufen. Also nicht nachdenken, krickel einfach was hin oder schreibe irgendwas Nettes. Das passt alles, ist egal, was da jetzt bei dir kommt. Hauptsache, lässt den Kopf aus und machst einfach weiter.
Ja, ich will mal gucken, ob ich dir auch einen Unterschied zeigen kann. Du kannst ja auch einfach einen Bleistift nehmen. Ich habe jetzt allerdings nur einen härteren gehabt. Ich glaube, HB oder HB1 ist das. Also wenn du mit einem Bleistift malst, nimm da eher noch weichere Linien. Aber die schmieren manchmal. Also da musst du es ausprobieren. Jetzt nochmal das Türkis. Zack. Und krickeln. Ja, ganz anders als geplant, also wirklich vollkommen anders. Ich hatte ein ganz anderes Bild im Kopf. Und ja, jetzt ziehe ich aber einfach nochmal die Linien nach mit dem weißen Stift. Und dann war es das auch schon. Dann finde ich, glaube ich, ist es fertig. Oder vielleicht nehme ich noch ein Orange dazu. Mal gucken. Dahin. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wohin setze ich jetzt das Orange. Aber dahin passt es. Wenn man in der abstrakten Malerei doch immer wieder seine Gegenstände sucht, dann findet man auch was. Und ja, jetzt sehe ich hier irgendwie eine Maske. Ein schöner Malprozess, der sich da entwickelt hat. Und ja, viele Linien, ein bisschen Fläche und auch sowas Dreidimensionales. Über diese dunkle Linie und die helle Linie ist es wie so ein Schattenspiel. Also es kommt so, ja, es hat was Dreidimensionales, obwohl es so flach gemalt ist mit so dünnen Farben. Ja, es hat sich schön entwickelt, die Malerei und das Bild. Ich komme hier schon vom Waschbecken gerade, habe die Pinsel sauber gemacht und die Farben abgedeckt. Ja, ihr
jetzt freue ich mich über mein Bild. Das ist sehr, sehr positiv. Es hat eine gute Stimmung. Und das wünsche ich dir jetzt auch. Ich wünsche dir, dass du auch zu deinen Farben greifst und jetzt einfach dir die gute Laune aufs Bild holst, in deinen Raum holst, in dein Leben holst. Denn das macht die Malerei einfach. Die verändert ganz, ganz viel und auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß. Danke, dass ich dich begleiten darf. Danke, dass du auf meinem Kanal bist. Ich freue mich sehr darüber. Vielen, vielen Dank, dass hier so viele, viele liebe Menschen sind. Dankeschön. Wenn du das Buch hast, schlag mal die Seite 40 auf, da findest du etwas zu Stiften und ich finde, der Einleitungstext, der passt auch ganz gut zu diesem Bild. Also in der englischen Version ist immer alles zwei Seiten weiter. Danke für dein Like, danke für dein Abo und ein riesengroßes Dankeschön für deinen Kommentar. Ich bin so dankbar dafür, dass ihr hier seid, dass du hier bist, dass du mich begleitest oder ich dich begleiten darf. Und da freue ich mich total drüber, dass es so auf so eine wertschätzende Art auch geschieht über die Kommentare. Und da danke ich sehr dafür, dass hier so viele freundliche, liebe Menschen sind. Dankeschön.